Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag und es startet eine neue Woche. Und ich kann mich mal an eine Zeit erinnern, da habe ich mal immer 500 Gramm stärkefreies Gemüse zum Frühstück gegessen, also Brokkoli und Gurken und so. Und das habe ich mir wieder abgewöhnt gehabt, was eigentlich schade ist, weil da ging es mir nämlich sehr, sehr gut. Und das möchte ich jetzt mal wiederholen. Ich habe jetzt hier Paprika, Kohlrabi und Gurken zum Frühstück jetzt erstmal. So, und jetzt habe ich hier als Frühstück einfach nur Mochi-Reis. Das ist so eine Rundreiskornsorte. Schmeckt super lecker. Das habe ich jetzt gemacht mit Zimt und Apfelpüree einfach nur. Und ja, das wird jetzt mein Frühstück und Mittagessen. Also die Hälfte esse ich jetzt, die Hälfte esse ich dann später. So, ich gehe jetzt in die Arbeit. Ich bin heute ein bisschen gestresst. Ja, wenn ich dann heimkomme, mache ich den Sport heute Abend um 8, also ob ich daheim bin, ist es 8:30. Und ich habe mir auch gerade schon mein Essen für heute Abend vorbereitet, weil ja, dann kann ich meinen Sport machen, dann kann ich in Ruhe Abend essen und dann muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen mit der Kocherei oder Macherei. Und zwar gibt es Bulgursalat und da habe ich einfach nur ganz viele weiße Bohnen aus der Dose gut abgespült. Und mit 100 Gramm Bulgur, Tomaten, Frühlingszwiebeln und Gurke angerichtet, angemacht und dann noch Salz, Pfeffer ran und das war's. Dann habe ich viele Proteine, ein paar Kohlenhydrate und das ist dann mein Essen für heute Abend. Sport gibt es heute auch noch. Und wenn sich irgendwas ändert, dann schalte ich euch natürlich ein. Ja, ist heute ein bisschen ein stressiger Sonntag, aber ist halt so bei mir, ist halt Sonntag wie, ist halt kein Wochenende. Ich habe morgen Wochenende am Montag und am Dienstag, aber ja, nicht, dass ihr da deswegen manchmal verwirrt seid. So, weiter geht's. So, ich fange jetzt hier zum Frühstück an mit, und es ist ein bisschen warm vom Auftauen, mit 500 Gramm Brokkoli. Und danach gibt es einfach nur so ein Reisbrei, das ist aus Milchreis und Banane, einen Brei gemacht und drüber eben Ananas gegeben. Wir sind gerade beim Inderessen. Ich esse jetzt hier einen Kichererbsensalat einfach nur und dazu eine Portion Reis und noch ein bisschen Salat. Total lecker, das lasse ich mir jetzt schmecken. So, hallo ihr Lieben, es ist schon relativ spät, aber ich habe trotzdem jetzt noch meinen Sport gemacht. Und zwar gab es Beginner-Shred, das habe ich jetzt angefangen, also Shred für Anfänger. Das ist im Endeffekt, es ist auch super anstrengend, aber es ist jetzt nicht direkt HIIT-Training, würde ich jetzt nicht sagen, obwohl man Schwitzen kommt und es sind gute Übungen dabei. Ich benutze es mehr so als Aufwärmen und man muss einfach mal nicht springen, das ist halt das Gute. Und danach habe ich Bodykiss High Intensity gemacht, Woche 5 Workout, ja die fünfte Woche einfach fertig gemacht gar. Und dann starte ich momentan noch so eine sechswöchige Tabata-Challenge. Die geht immer, also Tabata geht immer 4 Minuten, ist auch von Bodykiss, hat sie gemacht. Und habe ich das erste gemacht und super anstrengend. Macht aber voll viel Spaß, wenn man es dann geschafft hat. Und jetzt gehe ich in die Dusche und dann ins Bett. So, es gibt Frühstück und zwar gibt es als erstes hier wieder Brokkoli zum Frühstück, 500 Gramm. Und 100 Gramm Haferflocken mit Bananenmilch und Zimt und das Ganze erwärmt. Jo, Frühstückszeit. So, hallo meine Lieben, ich wollte euch mal schnell nochmal mein verschwitztes Gesicht zeigen. Ich habe gerade 20 Minuten oder 25 Minuten Beginner-Shred gemacht. Also das ist ziemlich, also es ist schon sehr anstrengend, aber halt nochmal zurück zu den Basics, nochmal Liegestütze richtig üben, weil ich kann, weiß ich nicht, drei richtige mit der Brust zum Boden und dann ist Schluss. Und das nochmal richtig üben und halt ohne Springen. Dann habe ich das ein 12-minütiges HIIT-Workout gemacht von Bodykiss, dieses Beach Camp, Beach Work Bootcamp, Workout 3. Und momentan, sie hat jetzt gestern
Oder vorgestern eine 6-wöchige Tabata-Challenge gestartet auf YouTube. Die wollte ich gerne mitmachen, weil Tabata geht halt nur 5 Minuten. Aber es ist halt super, super, super anstrengend. Heute war dran, also für alle, die das nicht kennen, das sind 4x 20 Sek nee. Immer im Wechsel 20 Sekunden, 10 Sek also 20 Sekunden Übung, 20, 10 Sekunden Pause, das Ganze 8 Mal, sodass das Ganze 4 Minuten geht. Viermal, also sie macht immer 2 Übungen, also heute hat sie Mountain Climbers gemacht und danach so Elbow to Knee und dann einen High-Sprung, also einen richtig hohen Sprung. Das sind bei mir eher so Fettklops-Sprünge, aber also, weil ich komme nicht hoch über dem Boden, vielleicht so. Ich bin einfach, ich habe keine Sprungkraft, die habe ich noch nie gehabt. Und, aber ich hopse dann halt immer so ein bisschen rum und der Puls ist trotzdem gut. Jetzt brenne ich ein bisschen nach und schwitze ein bisschen nach, trinke einen Liter Wasser und dann gehe ich duschen. Und das Coole ist echt, dass ich jetzt vorhin schon super, super lecker gekocht habe und das wollte ich euch mal kurz zeigen. Und zwar habe ich Shepherd's Pie gemacht. Vegan natürlich. Und da habe ich einfach gekocht, Linsen mit Zwiebeln und Knoblauch und etwas Tomatenmark gekocht, und Gemüsebrühe, die Linsen schön weich gekocht. Und dann habe ich noch ein paar Tomaten mit reingegeben, am Schluss und Petersilie. Habe das Ganze nochmal schön umgerührt und dann habe ich das in eine Auflaufform gegeben. Und dann habe ich mir einfach Pellkartoffeln gekocht und die dann mit Muskat dann zerstampft. Und ein bisschen Pfeffer und dann habe ich das 20 Minuten bei 200 Grad in den Ofen gegeben. Und das kann ich dann schön, zumindest die Hälfte davon, das ist einmal Mittagessen, einmal Abendessen, die Hälfte davon. Genau, und das esse ich dann nach dem Duschen und da freue ich mich drauf. So, guten Morgen. Es gibt heute Brokkoli wieder als Vorspeise quasi zum Frühstück. Und danach gibt es wieder 100 Gramm Haferflocken mit einer pürierten Banane als Milch quasi und einen Apfel klein geschnibbelt und Zimt. Und das ist mein Frühstück und im Hintergrund brodelt schon wieder Shepherd's Pie. Da freue ich mich auch total drauf. Und ich habe gestern Abend für mich beschlossen, dass ich jetzt erstmal eine Woche Sportpause mache. Also nicht direkt, also ich mache kein HIIT, keine Liegestütz, keine Kniebeugen. Wenn ich mich in der Arbeit viel bewege oder wenn ich mal Lust habe, eine Runde Fahrrad zu fahren, das schon, aber einfach, dass sich die Muskeln mal so richtig ausruhen können, entspannen können, dass sich der Körper mal regenerieren kann. Und dann geht es am 1. Juli wieder weiter mit meinen HIITs und meinen Homeworkouts. Ja, das denke ich, ist mal eine ganz gute Sache. Ja. Deswegen jetzt erstmal nur Food Diary. Ich bin unter die Wiederholungstäter gegangen, weil es gestern schon so gut geschmeckt hat und das wollte ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen. Ich habe mir hier so eine Art Linseneintopf gemacht aus eben Linsen, Möhren, Zwiebeln, Tomatenmark, Gemüsebrühe. Da habe ich die Linsen so gar gekocht. Und habe dann so dann am Schluss noch Tomaten dazugegeben und Petersilie. Das noch ein bisschen weiter geköchelt. Und jetzt ist es so in so einer Auflaufform drin, in so einer kleinen. Und da kommen jetzt einfach so 700 Gramm gestampfte Pellkartoffeln da rein. Da habe ich noch Muskat rein und Pfeffer. Und das kommt jetzt da so drüber und dann wird das einfach so gebacken. Also ist gar nichts Schweres und es schmeckt so, so gut. Und ja, die Hälfte bis drei Viertel, das ist dann jetzt fürs Mittagessen und dann der Rest dann für heute Abend. So, Feierabend. Ich schneide jetzt noch ein bisschen Video und gucke noch ein bisschen YouTube und esse dabei Salat. Und da ist einfach nur drin Gurke, eine halbe rote Zwiebel, Kopfsalat, so ein paar Cherry-Tomaten und eine halbe Paprika. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Das ist mein Abendessen. Das Dressing habe ich einfach nur gemacht aus frischer Zitrone, ein bisschen Balsamico, Salz und Pfeffer. Mehr nicht. Gute Nacht. Guten Morgen. Es gibt auch heute wieder 500 Gramm Brokkoli. Und dann gibt es heute wieder Haferflocken. Allerdings 30 Gramm weniger als sonst. Also ich habe mir nur 70 Gramm gemacht, weil ich mir gestern nach dem Brokkoli gedacht hatte, ein paar Gramm weniger Haferflocken hätten mich auch gesättigt. Da ist drin ja, 70 Gramm Haferflocken, dann so eine Milch aus pürierter Banane. Dann habe ich noch Apfel reingeschnibbelt. Und das, was ihr oben drauf seht,
Das ist so Kurkuma-Latte-Gewürz. Das wollte ich auch mal leer bekommen und deswegen habe ich mir das mal so oben drauf gestreuselt. Schmeckt eigentlich ganz gut. Ich habe das mal in Sojamilch oder in Pflanzenmilch mir gemacht und da hat es mir halt gar nicht geschmeckt, aber so auf den Haferflocken, ich habe hier schon mal probiert, schmeckt es mir eigentlich ganz gut. Ja, das ist jetzt so mein Frühstück. So, es brodelt noch. Das ist jetzt mein Mittag und mein Abendessen. Das teile ich jetzt durch zwei. Da ist drin ganz viel Spinat, Zwiebeln, Bohnen. Dann habe ich versucht, aus Dinkelvollkornmehl und Kartoffeln mir Vollkorngnocchis zu machen. Das Rezept habe ich aus dem Internet. Die sind ein bisschen matschig geworden, aber ich denke, sie schmecken. Es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte, aber doch, ich denke, die kann man essen. Und da habe ich so eine Paprikasoße dazu gemacht. Ja, die Hälfte jetzt, die Hälfte später. Und als Nachtisch gibt es Ananas. Und das war dann mein Essen für heute. Es ist heute unglaublich heiß draußen. Ja, ich esse jetzt erstmal ein bisschen was und danach geht es in die Arbeit. Und ein bisschen was esse ich dann heute Abend. Guten Morgen. Also ich esse jetzt erstmal in aller Ruhe meine 500 Gramm Brokkoli. So, und jetzt zum Frühstück gibt es ja Haferflocken, 70 Gramm, dazu aus einer Banane eine Milch gemacht und da habe ich so Kurkuma-Latte-Pulver rein und dann hatte ich noch so eine Schale Erdbeeren, die hatte ich mir eingefroren, weil die haben wir nicht mehr geschafft, die habe ich mir hier aufgetaut und habe die da mit reingegeben und das wird mein Frühstück. So, Mittag und Abendessen. Sind jetzt 200 Gramm gekochter Dinkel, dann eine kleine Dose gestückelte Tomaten, eine kleine Dose Kidneybohnen, eine halbe Gurke, eine Zwiebel, noch ein paar Tomaten, diverse Gewürze, Schnittlauch und eine halbe Paprika ist da drin. Ja, da esse ich jetzt eine große Portion und eine große Portion dann heute Abend in der Arbeit, in der Pause. Und ja, gestern Abend gab es noch eine kleine Fahrradtour. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das euch erzählt habe. Halt einfach nur so ein bisschen durch die Gegend radeln und die Oberschenkel haben gut gebrannt. So, es ist Samstag, letzter Tag der Woche. Morgen geht eine neue Woche los. Ich habe jetzt hier erstmal 500 Gramm Brokkoli, wie immer. Dann 70 Gramm Haferflocken, das ist noch heiß, mit einem Teelöffel Kurkuma-Latte-Pulver, also Ingwer, Zimt. Kuma. Und was da so drin ist, Vanille ist glaube ich auch noch drin, genau, und einer pürierten Banane. Da mache ich immer, also ich denke, ich finde immer, wenn man Bananen hat, braucht man fast keine Pflanzenmilch mehr. Und da hinten, da ist die Vorbereitung, das wird mal, wenn es fertig ist, ein großer Kartoffelsalat. Da brodeln hier rote Linsen und Pellkartoffeln. Ja, jetzt lasse ich mir erstmal mein Frühstück schmecken. Mittags gibt es jetzt hier eine ganz kleine Avocado, die ist wirklich winzig, und eine Portion von dem Kartoffel-Linsensalat. Da ist dann der ganze Rest. Da esse ich heute Abend ein bisschen was in der Arbeit und heute Abend grillen wir noch oder machen Lagerfeuer. Vielleicht bleibt noch was übrig, dann esse ich das gar. Und ja, also ansonsten schließe ich jetzt mit dieser Woche ab, aber ich sage dann später noch ein paar Worte. Guten Abend, ihr Lieben. Ja, ich bin jetzt zu Hause von der Arbeit. Es war heute ein langer Tag. Ich hatte geteilten Dienst und war gerade noch mal auf dem Sonnenwendfest, Feuer. War ganz toll. Ich habe ein bisschen Heuschnupfen und ich bin ein bisschen zerzaust, weil ich gerade im Regen, also ich bin gerade mit dem Rad heimgefahren und es hat gerade das Regnen angefangen. So. Dort noch ein bisschen was gegessen, war ein bisschen cheaty, also weil es nicht mehr ins Budget gepasst hat, einfach. Da war dabei Guacamole und Hummus und Salat und Brötchen. Hat jetzt nicht mehr ins Budget gepasst, deswegen ein bisschen cheaty. Ich blende euch ein Bild mal ein. Entschuldigt, dass diese Woche ein bisschen langweiliger war, aber ich habe die Woche bewusst Sportpause, Hitpause vor allem gemacht und Workoutpause. Einfach weil ich halt keine Erfolge mehr gesehen habe und mir gedacht habe, ja, das schadet nichts, einfach mal bewusst eine Pause zu machen.
Und am 1. Juli fange ich wieder an mit meinen Workouts nach Plänen. Also ich mache einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. Aber ich baue bewusst zwei Ruhetage in der Woche ein, sodass ich eben 5 Sporttage habe und 2 Pausentage. Und ja, ansonsten bin ich mit dieser Woche super zufrieden. Ich finde auch, auch wenn sich auf der Waage wahrscheinlich noch nichts getan hat, ich habe mich jetzt nicht gewogen, aber mein Gesicht finde ich schmaler. Also ich fühle mich nicht leichter, aber ich fühle mich besser. Die Klamotten sind jetzt nicht direkt weiter, aber ich bin deswegen trotzdem straffer. Also ich verändere mich trotzdem so zum Positiven. Ich fühle mich fitter und ja. Es kam der Kommentar auf, dass ich sehr aufs Essen fixiert bin und sich bei mir alles nur ums Essen dreht. Das täuscht, glaube ich, in den Videos, weil das sind ja logischerweise Abspeckvideos und Food Diaries. Ich kann euch gern mal einen typischen Arbeitstag filmen, also wie das so bei mir abläuft, oder mal einen typischen freien Tag kann ich auch mal machen, damit ihr mal seht, ja, was ich so den ganzen Tag über mache. Oder falls euch sowas interessiert, hinterlasst mir das gerne in den Kommentaren. Weniger essen glaube ich jetzt nicht, denn ich tracke immer sehr genau. Die Portionen schauen halt nur groß aus, weil es eben cleane Ernährung ist. Und was wollte ich noch sagen? Ja, genau, ich esse halt einfach sehr gerne, sehr gut. Und ja, ich esse gerne auch viel. Deswegen, das Übergewicht kommt ja auch nicht von irgendwo her. Es wird zwar bei mir sehr begünstigt durch körperliche Handicaps, sage ich mal, aber es kommt ja nicht von irgendwo her. Aber es dreht sich nicht nur ums Essen. Und ja, was die Kohlenhydrate betrifft, ich halte nichts. Ich für mich mag kein Low Carb machen, schon allein, weil ich Veganer bin. Und ich weiß nicht, ich habe keine Lust, irgendwie viele Fette zu essen oder viel Sojaprodukte. Ich esse zwar auch Soja, aber ich will es halt nicht übertreiben. Ich möchte das ein bisschen ausgewogen handhaben. Ich setze auf fettarm und clean eating. Das tut mir am besten. Und ich habe jetzt ja auch wieder angefangen mit Brokkoli frühmorgens. Und das hat mir auch richtig, richtig, richtig gut getan, einfach grünes Gemüse zu essen. Und freut mich ungemein. So, und jetzt verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir wieder fleißig viele Kommentare. Ich freue mich total über Kritik, Wünsche, Anregungen. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo und sage Tschüss, bis nächste Woche. Bye!